So, servus Leute, yo, es ist gerade 5 Uhr morgens, ich musste schon aufstehen, weil ich mich nämlich heute auf den Weg nach Berlin machen werde. Ja, was erwartet mich dort? Ich wurde eingeladen von einem Fernsehsender, der gesagt hat, hey, hättest du nicht Lust für uns für eine Show zu moderieren? Und ich dachte mir halt so, okay, schaust du dir mal an, aber ich möchte auch gleichzeitig sagen, ich habe da auch ein paar ganz klare Richtlinien. Also wenn ich zum Beispiel merken würde, ne, dass dadurch meine anderen Aktivitäten, also eben zum Beispiel wie auf YouTube eingeschränkt werden und zwar dramatisch oder auch nur ein bisschen dramatisch, dann werde ich das auf jeden Fall ablehnen. Aber trotzdem dachte ich mir halt, schaust du dir mal an. So, jetzt muss ich halt deswegen um 5 Uhr aufstehen. Das heißt, ich muss noch gleich meine Tasche packen, aber jetzt wird erstmal schön gefrühstückt. So, meine Freunde, ich habe jetzt alles gerichtet. Hier ist meine Tasche, hier ist meine Jacke. Ich bin immer noch saumüde und wir sehen uns gleich in Berlin. So Leute, ich bin jetzt endlich angekommen. 7,5 Stunden von mir aus der Haustür bis Berlin Hauptbahnhof bzw. jetzt Potsdamer Platz. Oh Gott, ich kenne mich in Berlin überhaupt nicht auf. Wetten, ich verlaufe mich noch auf den letzten 200 Metern. So, meine Freunde, ich bin jetzt hier angekommen im Hotel. Es war ein ultra krasser Tag. Also ich habe echt eine Menge gesehen, ich habe mal echt eine Menge Einblicke bekommen und so weiter. Was ihr gesehen habt, war nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was ich gesehen habe. Liegt halt daran, dass ich halt einfach nicht alles zeigen darf. War aber auf jeden Fall ultra krass. Ob ich es annehmen werde oder nicht, ich weiß es noch nicht. Ich tendiere ehrlich gesagt eher zu nein. Aus dem einfachen Grund, weil das einfach, es würde gar nicht mal so viel Zeit in Anspruch nehmen, aber halt irgendwie doch zu viel. Und die Bezahlung wäre auf jeden Fall mega, aber ganz ehrlich, ich mache sowas nicht wegen dem Geld, sondern nur, weil ich halt Spaß drauf hätte. Es ist einfach so und da kann ein Sender so viel zahlen, wie er möchte. Wenn ich mich da nicht hundertprozentig wohlfühle und wenn mir das ganze Ding einfach zu viel Zeit raubt, sodass ich dann für die Projekte, die ich wirklich, wirklich liebe und selber aufbaue, nicht mehr genug Zeit habe, dann verzichte ich lieber auf sowas. Und ich kann euch den Tipp auch nur selber geben, auch wenn ihr dadurch tendenziell eine Menge Geld vielleicht nicht einnehmt, wenn ihr wirklich an euch glaubt und wirklich eure Projekte durchsetzt, dann wird sich das am Ende 10-mal mehr für euch auszahlen, wie wenn ihr jetzt sagt, nee, komm, ich nehme die Kohle und mach mir ein schönes Leben damit. Das ist Schwachsinn, weil die Sachen, die ihr selber erschafft, sind die Visitenkarte. Und diese Visitenkarte hat ja überhaupt dazu geführt, also in dem Fall war es ja der YouTube-Channel, diese Sachen haben überhaupt dazu geführt, dass ich ja gefragt wurde. Es wäre jetzt also dumm zu sagen, ich vernachlässige jetzt, wo ich das Angebot habe, meinen YouTube-Channel, und steckt die Kohle ein, die mir angeboten wird. Ne? Weil ich weiß schon, warum ich das Ganze mache, also mit YouTube und allem drum und dran, weil ich einfach unglaublich viel Spaß daran habe. Also ich habe einfach unglaublich viel Spaß daran, mit euch zu reden. Oh, ich kann hier Licht anmachen, sehe ich gerade. Ich habe einfach unglaublich viel Spaß mit euch und euch zu unterhalten. Das macht mir, ich weiß nicht, das ist einfach, das ist mein Herzblut. Ey, sei nicht so laut da draußen. Das ist mein Herzblut und das ist meine Aufgabe und ja,
Die kann ich einfach nicht vernachlässigen. Deswegen, mein Ziel ist es, und das meine ich wirklich todernst, mein Ziel ist es, etwas zu machen, was anderen Menschen, also auch euch, weiterhilft. Und sei es Comedy, sei es was Lustiges oder sei es auch mal wirklich was Ernstes oder sei es mal irgendwann ein Produkt, was wir entwickeln werden oder was ich entwickeln werde mit Leuten zusammen, weil alleine macht man sowas, glaube ich, nicht. Was ich möchte, ist, Sachen zu machen, die euch und anderen Menschen weiterhelfen. Und Entertainment ist insofern damit inbegriffen, weil Unterhaltung einfach, naja, wie der Name schon sagt, es unterhält. Also eigentlich bringt es eigentlich weiter, es unterhält einen nur auf dem Status, auf dem man jetzt ist, aber es lässt einen einfach mal abschalten. Und das finde ich so wichtig bei Comedy und Entertainment. Es lässt einen einfach mal abschalten. Und da kommen immer viele Leute und sagen, das ist alles viel zu dumm und du könntest so viel schlauer sein, du bist doch kein dummer Kerl. Und ich denke mir so, ja, das mag schon sein. Aber deswegen heißt es doch nur, meine Freundin ruft gerade an. Deswegen, scheiß auf die, wir machen jetzt ein Video. aber ich möchte damit einfach nur sagen, wenn ich euch in der Hinsicht schon mal helfen kann, dann freut mich das schon mal ungemein. Aber deswegen, alle Sachen, die ich mache, mache ich deswegen so mit Herzblut und allem drum und dran, weil ich nämlich genau das verfolge. Also anderen Menschen etwas zu geben, anderen Menschen zu helfen, damit andere Menschen auch ein besseres Leben haben. Und falls ihr sagt, das klingt so utopisch, ich weiß, es klingt verdammt utopisch und es klingt so nach irgendwie noch so einem totalen Samariterziel, als wäre das jetzt irgendwie was Rausgelabertes. Aber sowas muss man wirklich einfach spüren, dass man es möchte. So, mein Video wird jetzt schon wieder viel zu lang. Ich denke, ich gehe jetzt noch raus und hole mir jetzt noch was zu essen. Und dann sehen wir uns dort gleich wieder. Ich bin jetzt wieder daheim angekommen und es war echt eine krasse Erfahrung. Ich habe mich richtig gefreut, dass ich eingeladen wurde und wie es weiterlaufen wird, werde ich euch auf jeden Fall da noch erklären oder euch auf dem Laufenden halten. Ihr seht schon, ich bin jetzt hier gerade hinter mir, bin ich jetzt schon gerade am Video schneiden. Ich werde jetzt gleich noch mit einem Kumpel Sport machen gehen. Und ja, ich bedanke mich für eure Unterstützung, dass ihr mir so fleißig reinschaltet, dass ihr auch mal Verständnis dafür habt, wenn ich mal was nicht schaffe. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Danke für alles. Haut rein. Ciao. Bis dann.